Ich darf Sie heute bei uns in einer ganz besonderen Sammlung begrüßen, quasi einem Art Wachsfigurenkabinett, das es heute immer noch gibt, auch an der Universität Frankfurt. Und die Exponate, von denen wir hier einmal zwei mitgebracht haben, zeigen sogenannte Moulagen, also Wachsabdrücke von Hautkrankheiten. Das sind Darstellungen, dreidimensional, noch aus Zeiten älter als unsere Universität. Wir haben Exponate, etwa 200, die noch erhalten sind, die zum Teil 110 Jahre rückdatieren, aus Zeiten, als in den bedeutenden Hautkliniken, wie beispielsweise in Paris oder in Berlin oder in Breslau, aber auch hier in Frankfurt, eigens Künstler, sogenannte Wachsfiguren, Bildner, Moulagisten beschäftigt waren, die Abdrücke von der Hautoberfläche genommen hatten und dann eben mit Wachs, mit Terpentin, mit Öl gestaltet hatten, farblich markiert hatten und in einer Weise, das ist einfach prächtig, auch heute noch zu sehen, die sind noch bestens erhalten und wir sind da immer noch sehr stolz drauf. Vor uns liegt ja jetzt hier so ein Exemplar aus der Moulagensammlung, ein Arm. An was ist diese Person erkrankt? Ja, dieser arme Mensch hatte in der Tat an seinem Arm einen Hautmilzbrand. Milzbrand kommt von bestimmten Sporen, von Erregern, die beispielsweise in Tierhäuten, die gegerbt wurden, vom Ausland exportiert wurden und dann diese Erreger noch enthielten. Das gab es eben vor vielen Jahrzehnten noch, auch bei uns. Und hier hat der Wachsfigurenbildner und Künstler es in hervorragender Form verstanden, diesen Eindruck zu vermitteln, dass das Gewebe aufgedunsen ist, also ödematös geschwollen mit entzündlicher Gewebeflüssigkeit, wo man auch das Gefühl hätte, das würde an solchen offenen Stellen fast, würde das nässen oder herausfließen. Dazu diese eingeblutete Farbe und diese gelbliche, fast eitrige Farbgebung, das ist ganz hohe Kunst, das so eben zu verwirklichen. Und das ist hier in beeindruckender Weise gelungen. Vielleicht können Sie kurz erklären, wofür diese Moulagen damals vor 110 Jahren benutzt wurden, wem diese Sammlung gedient hat und ob die heute in der Forschung oder in der Lehre noch eine Rolle spielt. Damals gab es keine Farbfotografie, aber damals galt es, Krankheiten zu sortieren, Nomenklaturen zu erstellen und dann auch gewisse Entitäten, also Krankheitsbilder zu definieren und festzuhalten. Und das geschah durch Kupferstiche, durch Zeichnungen, aber eben beispielsweise, und das war die höchste Kunst, auch mit diesen Wachsfiguren. Der Wert heute ist, dass wir erstens den Studenten Krankheitsbilder zeigen können, die es so nicht mehr gibt. Dann natürlich auch Moulagen von Krankheitsbildern, die es immer noch gibt, wo wir aber nicht jeden Tag Patienten haben. Und was wir aber haben, sind ganz sicher sehr, sehr viele Studenten, etwa 200 für die Praktika pro Semester. Und unabhängig vom Befund können die Studenten, wie wenn sie an einem Phantom Reanimation üben, können die an diesen Moulagen Befunde sehen, können das beschreiben, trainieren und sich kurz zu fassen in der sogenannten Effloreszenzenlehre, ob das Papel sind, also Knötchen oder Bulle, Blasen oder Vesikelbläschen, all diese Dinge können sie sehr schön beschreiben, die Farbgebung. Und das ist überhaupt das Tollste hier dran, ist eben sind diese Farben, die da angebracht werden. Und das ist die große Kunst gewesen, das ist auch das Geheimnis dieser Moulagisten, wie sie das so toll farblich hingekommen haben. Genau. Gut, vielen Dank.